900 Milliarden Euro, 7 Jahre Plan fürs Klima. Das würde bedeuten, Kohlestopp 2026. Von diesen 900 Milliarden würde der Kohlestopp 2026 mit den erneuerbaren Energien ungefähr 450 Milliarden schon verschlingen. 450 Milliarden hätten wir dann noch für andere Ziele, Klimaziele. Ja? Und jetzt, wie wollen die Professoren das schaffen? Wo doch Frau Merkel hat doch im Moment den Kohlestopp 38 angeboten. Viel zu spät. Ja? Der kostet sie 80 Milliarden. Wieso, wenn die Frau Merkel gerade mal nur schafft, 80 Milliarden anzubieten, wieso wollen die Professoren plötzlich 900 Milliarden anbieten? Wo wollen sie das Geld herholen? Und das machen wir jetzt, wo das Geld herkommen soll. Die Professoren haben 20 Reformen in den letzten 51 Jahren entwickelt. Und eine davon ist die Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege. Und davon machen wir erstmal nur die Gesundheitsreform, weil man dort den Grundgedanken aller Reformen verstehen kann. Da vorne hätte mein Hausarzt seine Praxis, ja? Und der würde jetzt entlastet werden, der müsste von einem Tag auf den anderen keinen Papierkram mehr machen. Und damit hätte er 50% seiner Arbeitszeit, die bis jetzt aufgefressen worden war durch Abrechnungen, Papierkrieg und alles, Dokumentationspflichten und so weiter. Das würde alles wegfallen, würde von einem Tag auf den anderen wegfallen. Und dann würde der Hausarzt mir Spaß machen, der in dieser freien Zeit Spaß macht. Er hat ja noch seine Patienten, die er täglich betreut. Aber 50% dieser Arbeitszeit steckt er jetzt in spaßmachende Gesundheitskurse, Ernährungskurse, Sportkurse, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten. Er holt die Alten aus ihren Wohnungen wieder raus in Gruppenaktivitäten, in Gesundheitssportverein. Es entsteht so eine Art Gesundheitsgemeinde, präventiv-medizinischer Art. Ja, präventiv, genau. Also Prävention wird fürstlich honoriert und der Arzt kriegt für jeden Monat, den ich gesund bleibe, kriegt er regelmäßig Geld ausgeschüttet, sodass sein Wirtschaftsziel lautet, wie kann ich als Arzt dafür sorgen, dass meine 1000 Versicherten, die sich mich gewählt haben als Hausarzt, dass die so selten wie möglich krank werden. Und dann mache ich den größten Gewinn und darauf richte ich in Zukunft all mein Denken und Schaffen aus. Ja, also kann ich nur für gut heißen. Also ja. Ist ja einfach, dass so viel Geld, dass die Kassen so viel Geld überhaupt aufwenden müssen, um halt quasi, wenn dann erst die Krankheiten, die Zivilkrankheiten, das ist ja eigentlich... Zivilisationskrankheiten, fast alles sind Zivilisationskrankheiten. Genau, und die könnte man dann halt irgendwie vermeiden, indem man halt irgendwelche fördernden Sachen machen, anstatt dann immer erst im Nachhinein. Ist ja auch, also wir müssen dann... Das ist der Grundgedanke der Professoren. Wir handeln vorher und belohnen den Arzt dafür, dass er schon als Kinderarzt und Zahnarzt den Kindern in der Kita beibringt, wie sie gesunde Sachen essen, Gemüse und frisches Obst und keine Süßigkeiten und so weiter. Und allerdings ohne Verbote, sondern einfach, er versucht den Leuten Spaß am Gesunden sich ernähren zu entwickeln. Und das macht er schon von der Kita an, ja. Und dadurch, jetzt sage ich dir die Zahl, der Präsident des Allgemeinen Deutschen Patientenverbandes, der Arzt Christian Zimmermann, sagt, dass wir jedes Jahr locker 70 Milliarden auf diesen Weg einstellen. Und jetzt stell dir vor, von den 70 Milliarden jedes Jahr 60 Milliarden rüber ins Klima. Und dann sind wir schon bei einer guten Summe, ne? Und also ich weiß nicht genau, wie schnell stellen Sie sich vor, dass Sie das umstellen können? Also diese Gesundheits... Also es ist ja eine komplette... Revolution quasi in der Gesundheit. Die Professoren brauchen dafür vielleicht in den Ministerien 4 Wochen, weil die 51 Jahre daran geforscht haben, die können das. Ja? Die entscheidende Frage ist, wenn jetzt hier Greta, ja ihr vor allem, ob es Greta annimmt und ob es Fridays for Future annimmt. Denn gerade haben mich vorhin die jungen Leute angesprochen, haben gesagt, wir sollten vielleicht noch mal intensiver drüber sprechen, weil wir den Plan ja noch nicht so ganz verstanden haben und so weiter. Und da habe ich gesagt, Leute, sprecht intern, wir müssen darüber diskutieren. Das ist die große Chance für uns alle, denn ich träume auch von dieser gesünderen Gesellschaft, ja, unabhängig jetzt vom Klima auch. Ich will einfach diese Präventivgesellschaft, ja. Und aber jetzt, also quasi, stell dir vor, 60 Milliarden jedes Jahr ins Klima rüber. Und stell dir vor, jetzt würde hier Greta stehen. Was meinst du, wie viele Journalisten jetzt um uns herum ständen? Und wenn wir... Da bekommt man erstmal die Aufmerksamkeit.
Das ist wahrscheinlich auch. Dann würde eine Diskussion lostreten. Die Tagesschau würde es kurz berichten, ja? Also viel mehr Druck von der Öffentlichkeit, quasi auch das umzusetzen. Und jede Talkshow würde jetzt Greta und Fridays for Future Köln oder Deutschland eingeladen werden, weil es heißt, es gibt was Neues bei den Fridays. Es gibt den Klimawirtschaftswunderplan, ja? Und jetzt diskutieren wir den und dann entsteht medialer Druck auf Frau Merkel. Und wenn dann Frau Merkel sagt, liebe Greta, ich verspreche euch jungen Leuten, jede Milliarde, die neu generiert wird, davon gebe ich euch 90% fürs Klima. Und die Journalisten werden mich kontrollieren, mir auf die Finger schauen. Und das Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden wird mir auf die Finger schauen, ob ich das auch wirklich tue. Und das verspreche ich euch aber, denn das ist ja neu generiertes Geld. Denn dieser Präventionsplan, ja, ich verstehe es nicht so ganz, aber wenn die das hinkriegen, meine frühere Kollegin hinkriegt, die ehemalige Bundesministerin mit ihrer Mannschaft hinkriegt, und von jeder Milliarde verspreche ich euch, 90% gehen ins Klima. Ja? Das kann man erreichen. Das Gute ist ja dann auch, also es wird ja Fridays for Future auch oftmals vorgehalten, dass sie quasi nur zeigen, was ist schlecht quasi. Wir müssen das und das machen, aber dass sie nicht so wirklich Antworten zeigen, und das wäre ja dann quasi so eine, also schon auf jeden Fall ein Anfang. Die Fridays for Future würden ein Lösungsmodell mit in die Diskussion werfen, denn ich darf dir meine größte Befürchtung sagen. Von Frau Merkel selbst kommen keine Lösungsmodelle. Sie kann das gar nicht. Weißt du, ein Politiker kommt aus der Mitte der Wirtschaft, wird von Wählern aus der Mitte der Wirtschaft gewählt, soll die Mitte der Gesellschaft repräsentieren. Wir sind uns in allem einig, dass das eine Riesenchance ist. Ich fände es halt ganz toll, wenn wir darüber alle diskutieren würden, uns alle, vielleicht ein paar Professoren einladen würden dann und das auch schaffen würden. Und dann wir wirklich diese Chance nutzen. Denn nur fordern, aber der Politik nichts anbieten, da kommen wir nicht weiter. Ja, das kann ich nur zustimmen, auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall wichtig, dass man da mehr noch versucht, ja, wirklich Lösungen zu zeigen, Lösungen auch. Wenn wir über dieses Modell jetzt überall diskutieren und dann vielleicht sogar dann die Luisa Neubauer Greta anruft und sagt, wenn du aus USA zurückbrichst, müssen wir eine Pressekonferenz gemeinsam machen und müssen das in die Diskussion werfen, denn am Ende entscheidet sowieso die Gesellschaft darüber. Denn guck mal, Frau Merkel wird nichts tun, wo nicht die Meinungsumfragen sagen, 60% meiner Wähler wollen das. Die müssen diese Gesundheitsreform so ein bisschen verstehen. Ohne das passiert eh nichts. Ja, also denke ich auf jeden Fall auch. Ich denke auch, dass es wichtig ist, so eine Gesundheitsreform ist eigentlich schon so lange fällig, auf jeden Fall. Weil es halt auch einfach, es ist einfach wichtig, dass man, also auch unabhängig vom Klima, ist halt wichtig, dass man was für die Gesundheit tut. Und ich sag immer den dummen Spruch. Auch wenn wir das ganze Klima reparieren, haben wir immer noch Übergewichtige, Krebskranke, Kriege, Kriegstote. Wir müssen auch die anderen Probleme lösen. Und die Professoren haben mit diesen 20 Reformen so ein Gesamtpaket. Und das alles wird auf Prävention umgestellt. Es hängt halt alles auch voneinander ab, weil es alles so vernetzt. Kann man auf jeden Fall sagen, dass auch, also generell die Konsumgesellschaft jetzt auch, also dass sie immer konsumieren will, aber wir müssen uns halt auch einfach einschränken. Also es ist ja auch immer, dass jetzt E-Autos immer mehr kommen. Das ist auch wichtig quasi, dass es umgestellt wird. Aber es ist halt auch wichtig, dass man generell sich irgendwie einschränkt. Auch, dass man, wir können halt nicht in der Form weiterleben, wie wir es tun, sondern dass wir wirklich... Da kann ich dir einen wichtigen Tipp geben. Du hast eben Konsumgesellschaft erwähnt. Die Professoren sprechen von Konsumsuchtgesellschaft. Dass wir nämlich, der Kapitalismus hat so in den letzten Jahrhunderttausenden eine unangenehme Nebeneigenschaft entwickelt. Nämlich, dass leider, da unglückliche Menschen im Durchschnitt etwas mehr konsumieren als glückliche, entstand so ein stiller Evolutionstrend in Richtung Endorphin, also Glückshormon beraubter Dinger. Und dass wir dann also konsumieren, um uns zu trösten. Und das macht aber die Erde kaputt. Und das müssen wir, und da wollen die Leute, die Professoren, dass in den Gesundheitsgemeinden die Leute lernen, wieder gesünder, glücklicher zu leben und dann weniger Konsumsucht entfalten und weniger CO2-Fußabdruck entfalten. Gute Idee? Also ich kann das nur unterstützen.